Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Diablo 3 Reapers of Souls. Ich bin nicht alleine, sondern es ist wer anderer dabei. Hi. Der Werner als Kreuzritter. Ja, genau. Ja. Nee, der Sebi hier als Metalbär am Start. Und ja, wir sind im Keller der Verdammten. Wir müssen jetzt das Nordwesttor öffnen. Genau, so ist es. Und das geben wir einfach mal. So ist das. Und nicht anders. Und nicht Andreas. Andreas! Ja! Komm mal zu die Baum mit die Pflaumen. Neutristram. So, Hain des Weglagers. Da müssen wir hin. Ja, hier ist Metzel. Ja, das ist wieder so ein Bett. Oh, Alter, was ist das denn? Mit einem Schlag. Achso, du hast ja auch Leo Kohle schon, ey. Ja, ja. Oh. Ja, was seid ihr denn für Kreaturen? Alter, was gehen wir eigentlich ab hier? Wahnsinn! So, warte, ich muss die Kommunikation aufnehmen. So, ach genau, wenn ich die verspotte, kommt die auf mich. Habt ihr das gesehen? Akku, ja. Alter, ich wähle. Hui! Mehr Arkankraft. Oh, fein. Alter, das geht ja voll ab, ey. Ja, warte mal kurz. Ja, wie immer. Ja. Werner sagt, ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Oh, Diamanthaut. Oh, nein. Doch. Oh. Oh. Oh, ich hab was für einen Dämonenjäger. Und Stativel, aber das sind Preise. Alter, ich fühle mich, als hätte ich die Hose gepisst, weil ich eben im Energy geschlabbert habe, ey. Am Energy hast du geschlabbert? Ja. Neben den Mund geschüttet. Ja. Und dann voll auf die Hose. Und zwar so, dass es sich entsprechend anfühlt. Ich muss doch mal was verteilen hier. Oh, hier ist ja auch noch was. Ja, Leute. Der Ach, hier Lehrling ist der. Des Schmieds. Ein weiteres unschuldiges Opfer. Ui. Ein Wahnsinn. Achso, wir müssen den Friedhof finden. Ja, genau, finde den Friedhof der Verlassenen im Hain des W-Clans. Wir so einer mit Kotzen. Ei, super, da geht's wirklich ab, echt. So ein Feuerball, Junge. Junge. Boom. Was habe ich da noch alles? Wow. Dieser fette Klops. Big Mac. Big Alter. Mac. Wahnsinn, da macht der Metal mir alles alleine. Ja, das ist das Feind. Ja. Oh, hier stehen sie alle. Na bitte. Ja. Macht das Spaß oder macht das Spaß? Das macht Spaß! Oh, er geht denn da ab? Boah, der Horst, die rastet aus, Junge. Ja, voll! Du schaffst mal den Horst hier an! Das sehe ja was. Oh, ein Quatschgeräusch dabei. Genial!
Klingt fast so, als wäre ich am Kacken. Ja, sauf nicht so viel, da muss auch nicht so viel kotzen. Ja, Wahnsinn, oder? Würgekadaver. Geprieft, sag ich mal. Ach, ach Gott. Jetzt hab ich den hier. Jetzt hab ich den aufgeweckt. Ey, cool. Ah, wieder so ein Big Mac. Ja, wir sind Big Tasty. Wir sind Big Tasty. Genau. Oh, ich habe einen Lederwams gefunden. Ein Lederwams? Ja. In den letzten Tagen von König Leorix Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit gestorbenen sie nahmen und ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun kann bereit, alles zu wählen, das atmet. Sie mögen oh, 25% erhöht. Ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche oh. Gegner. Oh. Euer Kraft wächst. Wow. Ich habe eine passive Fähigkeit. Ja. Das ich auch. Macht hungrig habe ich. Also ich glaube, mit 10 kriegt man zwei Gestalten, glaube ich, bevor man sich. Frisst meinen Flegel. Der Henkersbaum. Was mal. Haben wir denn da? Blas für passive Fähigkeit. Ja, ja, genau. Ja, das machen wir nicht. Es ist mir erfüllt Gegner, der 30 Meter vor euch entfernt sind, 30% Schaden zu, ja. Jawohl! Was ist denn jetzt ab? Ihr könnt eine Zweihandwaffe heißt die widerlichen Körper dieser erbarmungslosen Männer willkommen. Sie planten, ihr Leben durch verbotene Magie zu verlängern, zu einem großen und grausamen Preis für andere. Das Böse in ihnen nährte sich an sich selbst, bis es sie alle verzehrt hatte und sie sich am falschen Ende des Galgens wiederfand. Oh, hier ist auch ordentlich was am Start. Der ist am Essen. Alter, 15% Angriffsgeschwindigkeit plus 25 vom Spiel. Ah, mega. 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 Mega, mega. Ich rasiere alles weg, Alter. Ich auch. So ein Rasierapparat. Ja. Oh, hier ist ein Bossgegner. Oh, 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 oh. Komm. Ich komme. Was bist du für ein Koffer? Koffer? Boshafte, was? Infizierte Bestien. Mach mal Frost drüber. Du bist tot. Sag auf der Haut. Wow! Bannersiegel freigeschaltet. Bannersiegel, ja genau. Was habe ich da Neues gekriegt? Ich habe. Wollte ich auch mal machen bei Gelegenheit, meine. Ich habe. Was? Nö, das ist. Ich habe zwar 32 Rüstung beim Marischen Zauberhut, aber bei der Leorix Krone habe ich aber dafür mehr primäre Sachen. Naja. Nö, nö, legendäre. Legendäre sind. Legendär. Im ersten Moment immer besser. Ja. Ja, ich sammle jetzt mal ein paar Gegner, ey.
Ich sammle mal ein paar Gegner. Ich sammle sie. Ich muss auf. Ah! Mit seiner Wampe. Nö, ich hatte gerade Gegner da. Achso. Ja, wirklich, meine Arme. Massaker, 15 getötet. 30 getötet. Wahnsinn. So, schön sammeln und dann absammeln. Euer Grasbar. Ich werde noch mächtiger. Yeah. Im östlichen Königreich Gedistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, ich grad angreifen. Die Kreuzritter genannt werden. Ich dachte gerade, da kommt so ein Champion-Gegner an, weil du auch so einen blauen Ring... Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Genau. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten. Aber ist mir egal. Den Greenscreen jetzt einigermaßen hinbekommen habt. Ich nicht, aber ja, wurscht. So, kriegen sie alle aufs Maul, ey. Ich habe mein Greenscreen nicht ordentlich hinbekommen. Ich habe da Streifen auf der Seite, weil ich bei der Wand bin und die linke Seite bei mir ganz abgedeckt ist. Dann setz einen Filter drauf in OBS, zuschneiden und dann schneidest du die auf der entsprechenden Seite ein bisschen bei. Ah, okay. Das ja. Okay. Das ist bei mir nämlich letzten Endes das gleiche Prinzip. Ich habe den Greenscreen hier von Elgato und der ist halt jetzt nicht sonderlich breit. Ja. Okay. Und da habe ich links und rechts, kann man am Greenscreen dann quasi vorbeigucken. So, da muss ich links und rechts auch abschneiden. Dann ja, ach so, das ist dann eben nicht beweisen. Ja, ja. Oh! Alter, zwei Kämpfe. Wow! Also macht so Bock, hey, wirklich. Ah. Ja, ich würde wieder gar nicht aufbauen. Alter, jetzt kriegst du aber drüber, hier. Macht ja nichts. Ich kann mich jetzt nochmal heilen, das macht mir gar nichts. Ach mal, Frostnova oder was? Oh ja, doch. So, wenn die jetzt einmal explodieren. Oh. Ah, scheiße. Heilen. So. Jawohl, jetzt. Das ich bin wieder gesund. Oh, Zwingenboten. Ist das eine Waffe oder was? Was ist das, ey? Hui! Alter, ich bin selten. Zwei Stunden. Wahnsinn! Alter, da haben wir gut aufgeräumt jetzt, hör mal. Unglaublich, gell? Die Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, hier, neuer Helm, geil, plus 12 Stärke, plus 12 Stärke der Handschuhe. Boah, Alter, jetzt gehe ich ab, ja. Er wusste, dass sie mit der Zeit deine geliebte Kirche zerstören würde. Ich jetzt leider Gottes direkt mal ausprobieren. Und dass er handeln musste. Ha! Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Grandios. Junge, ich bin die dunkle Seite der Macht jetzt. Ja, Wahnsinn. Also ich würde mal behaupten, Diablo kann jetzt schon mal kommen. Der kann schon mal Kopf verpacken. Aber was die Schwierigkeit angeht, weißt du, was ich meine, Horst, oder? Bei Diablo 2 so herausfordernd. Ja. Das ist ja hier ein Sonderspaziergang. Also ich hab schon so Bock auf den Viererteil. Ja, ich auch. Weil ich 2 und 3 sowieso schon 75.000 Mal durchgespielt hab. Ja, wir zocken das jetzt auch durch gemeinsam. Ja, natürlich. Dann kommt der vierte Teil. Dann ist er
Du hast Reaper of Souls, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, geil, dann können wir auch. Ha? Ich sag, dann können wir auch den fünften Akt spielen. Ja. Hui, da drüben ist ja eh schon der Friedhof. Ja, ja, hier kommen aber immer mehr Monster raus. Die kommen so ein bisschen raus. Ja! Leute! So, ich sehe ja was. Also wenn ich zuhole, dann richtig. Ja, genau. Ach, da sind schon wieder welche. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier hoch, Alter Schwede. Hoi! Haut die Puppe! Oh, mehr Hände. Die goldenen Kugeln immer aufheben. Cool. Na, ja, bitte. So, und jetzt wirfst du mal einen Blick auf unsere Stufe. 12? Also 11, ich bin gleich 12. Ja, ja. Ja, komm, hier brauchen wir nicht mehr runter. Hä? Achso, da unten brauchen wir ja gar nicht hin. Nee, nee. Der blaue Pfeil ist quasi nur dem Schmied Bescheid geben, dass der Lehrling tot ist. Achso. Ja, ja. Wow! Uäh. Rastet der voll aus? Ja, voll. Ah, hier hoch. Da sind auch noch welche. Komm, die mucksen wir auch noch schnell ab. Den mucksen wir. Der Boom. Der fliegt so weit weg. Der kippt einfach zur Seite. Hey, was geht hier ab? Gehst wieder rein. Ja, schlaf weiter. Ja. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja. Bitte gehen Sie weiter. Monsterglocken. Die kriegen einfach volles Pfund auf die Schnauze, ey. Ja, und Wahnsinn. Finde ich gut. So, jetzt gehen wir am Friedhof. Jetzt gehen wir am Friedhof. Ach, jetzt kommt das mit den Krypten, genau. Ah. Wir gehen in alle drei rein, ne? Genau. Komm, gehen wir erstmal hier rein. Und selbst wenn wir jetzt die richtige erwischen, in die anderen zwei gehen wir trotzdem noch rein. Genau. So ist das nun mal. Ja, und nicht anders. Thomas. Der Horst, die strahlt ab. Ja, voll. Ich bin ein Strahlemann. Ja, Mann. Ja. Boah, finde ich das geil, dass ich die Gegner blenden kann, dann sind die Handlung so unfähig. Können wir uns immer schön Zeit verschaffen. Mhm. Mega. Was haben wir da Neues bekommen? Mega geil. Mega geil. Ach, ihr mit dem geil, mit dem Seelengefäß. Das ist cool. Mit dem geilen Sessays. Ja, Mann. Und los geht's. Und los geht's. Wir müssen nur die Angriffswelt überleben. Aber ich denke, da sehe ich keine Probleme. Nö, voll nicht. Ja, das war's. Haha. So. Ey, lass uns mal ein paar Gegner sammeln. Ey. Dann sammeln wir die mal schön auf ein Häufchen. Ja. Ah, cool. Komm mal, mit hier. Leute auch. Mit. Dann stellen wir uns mal einfach hier rein. So. Voll nach vorne. Whee!
Oh, da, da kommt ja noch raus. Ich bin schwer verwundet. Stimmt ja. Ui. Okay, den hab ich vergessen. Ah, diese Blitzdinger. Ich bin gestiegen, so nicht geheilt. Ich brauche Heilung. Ah! Hilfe! Ah! Leute! Mach mal Frostnova. Tartus! Ja, Totus. Totus! Na, Totus Idibus. Das ist cool. Ja, Frostnova hilft bei mir gar nicht. Ich habe schon wieder Frostnova gemacht, aber keiner war eingefroren. Naja, Frostnova ist dieser Eisring. Wie, was ist das? Das ist so ein Eisring. Okay, aber das hat nichts gebracht. Nee, den hast du wohl gar nicht gewirkt. Den oh ja. Ich gar nicht. Was ist das? Ich habe ja Diamanthaut, ich Vollpfosten. Ja. Lederhandschuhe habe ich bessere bekommen. Warte mal ganz kurz. Ich muss Diamanthaut wechseln auf Frostnova. Ja, jetzt habe ich Frostnova drin. Ich habe mir die ganze Zeit nämlich gedacht, ich habe die Frostnova drin. Dabei wirkt wirklich die ganze Zeit, aber irgendwie funktioniert es nicht. Aber was war das? Dabei war das Diamanthaut. Ja, Leute. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Die Nahrung ist die Kobolde. Können mitunter fliehen und verbinden sich mit anderen Elementen. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen. Immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Super! Wow, die Klopfe hier! Gefällt mir. Ich freu mir. So. Dies ist nicht die richtige Krypta. Die Krone muss fort uns mal zurück. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter in die anderen Krypten, würde ich sagen. Ja, in die anderen Krypten. Genau so ist es. Ja, liebe Leute, dann in dem Sinne. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann noch die anderen zwei Krypten aushebeln werden. Ausheben werden, so. Ja. Ja, und dann das Übliche, ne? Danke fürs Zuschauen, Daumen hoch, Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao, Game Over, tschüss. Tschüss.